Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns in der Küche. Ihr seht, wir haben heute wieder eine Heißdruckfritteuse da. Und zwar wurde uns von Ultenik hier die K20 kostenfrei zur Verfügung gestellt. Deswegen haben wir hier auch einmal Werbung eingeblendet. Wollte ich halt fairerweise nur einmal erwähnen. Wir bekommen aber sonst nichts. Das heißt, wir werden nachher wirklich auch ein ehrliches Fazit ziehen. Denn wir haben hier schon auf dem Kanal die ein oder andere Heißdruckfritteuse getestet. Sei es auch Aldi, Philips, Tefal, Princess, Ninja, Kusori. Also wirklich schon einige Erfahrungen, die wir hier sammeln durften. Und deswegen werden wir das Gerät nachher fair und ehrlich bewerten. Denn ich muss dazu sagen, bei Marke in der Küche steht die Kusori hier von dem Kanal und ihr seht hier im Hintergrund die Ninja Dual Zone, die habe ich hier. Deswegen für mich natürlich auch einfach ein schöner Referenzwert. Das ist für mich bis jetzt das Top-Gerät, um zu sehen, was die Ultenik einfach im Vergleich kann. Denn sie kostet, wenn man sie jetzt kauft, ich habe online mal geschaut, so zwischen 130 und 160 Euro. Also ist auf jeden Fall etwas günstiger als die Ninja zum Beispiel. Und wir werden jetzt gleich einfach mal, nachdem wir uns das Gerät mal so ein bisschen von den Eckdaten hier angeschaut haben, mal ein Gericht zubereiten. Und dann kann ich natürlich auch irgendwo als Referenz sagen, das Gerät kann was oder halt auch nicht. So, ich würde sagen, genug geredet. Wir schauen uns das Gerät einmal an und dann machen wir was Leckeres zu essen. Ja, dann das Gerät hier für euch ein bisschen en Detail. Also ihr seht, es ist ein relativ klassischer Heißdruckfritteusenaufbau. Das heißt, wir haben hier einmal ein Display, ist aber ein reines Display mit Touchfunktion. Das sehen wir uns gleich bei der Zubereitung natürlich nochmal genauer an. Also es gibt keinen Knopf oder eine Taste, sondern es läuft alles hier einmal über diesen Touchscreen. Und dann hier, weil es natürlich eine Zweikorbfritteuse mit 7,6 Litern Volumen insgesamt angegeben. Die zwei Körbe sind auch hier mit links und rechts gekennzeichnet. Hier vorne, wie hier an den Seiten, an den Schubladen, halt so gebürstetes Alu. Das wertet das Ganze eigentlich auf. Ansonsten finde ich hier unten den Korpus eigentlich ja schön matt. Das gefällt mir. Das ist eigentlich immer schön, weil es halt nicht so glänzt, so spiegelt, nicht so schnell verkratzt. Hier oben ist so ein kariertes Muster, was ihr seht. Das ist halt schon wieder so ein bisschen Hochglanz. Das finde ich dann schon wieder so ein bisschen kritisch. Gut, das wird sich halt nach einer Zeit zeigen. Aber so diese matte Oberfläche, das macht wirklich einen vernünftigen Eindruck. Also die wird hoffentlich auch nicht so empfindlich sein, wenn ich hier so mal mit arbeite. Den Eindruck wollte ich euch einfach da mal mitgeben. Ja, ansonsten, wie gesagt, zwei Schubladen. 7,6 Liter insgesamt hat das Gerät an Fassungsvolumen. Und die Schubladen, die werden einfach hier rausgezogen und ihr merkt, ne, ich muss jetzt schon ein bisschen fester dran ziehen, denn er hat hier oben einmal ja so eine Einrastfunktion. Ich weiß halt nicht, ob das mit der Zeit ein bisschen nachlässt, weil es das abnutzt, sozusagen vielleicht kann man sagen einfährt. Man muss aber schon mit ein bisschen Nachdruck das Ganze wieder einführen und auch rausziehen. Ja, also geht also nicht so leicht. Ihr seht jetzt, wenn ich mal so, ne, sondern muss ich halt wirklich schon mit einem Ruck. Ist natürlich je nachdem, werden wir dann nachher sehen, mit dem Garten gut, wie das dann verrutscht und auch nicht. Halt einmal so einen Punkt. Das muss also wirklich ordentlich einrasten. Ansonsten, die beiden Körper sind von der Größe her identisch und auch vom Innenleben identisch aufgebaut. Und zwar haben wir dann hier nämlich, das ist halt wirklich auch immer supi, hier so eine Platte drin, damit die Luft um das Ganze, ja, was sich da drin befindet, ordentlich zirkulieren kann. Die fällt auch nicht raus. Ich habe halt auch schon mal einen Kommentar gelesen, da hat sich jemand beschwert, es geht so schwer raus. Aber ich finde das immer von Vorteil, denn wenn ich jetzt zum Beispiel was zubereitet habe, Pommes, und möchte das umfüllen, dann ist halt gut, wenn die Platte da nicht hinterherfliegt, ne? Sondern man muss halt schon so ein bisschen ein bisschen Kraft, ne? Also jetzt nicht keine großen Kraftaufwand, sondern ein bisschen Kraft das Ganze rausheben. Weil hier sind auch so Gummifüße dran und da ja sozusagen verkantet das dann hier an der Seite so ein bisschen oder klemmt sich fest, wie man es auch mal nennen will, aber ist dann halt fest verankert. Ne, das finde ich aber wirklich halt von Vorteil, würde ich jetzt sagen, ist für mich kein Nachteil. Und einfach hier ein Loch, wo man dann das Ganze entnehmen kann, auch für die Reinigung und das Ganze natürlich auf der anderen Seite identisch. Ne, also das macht auch von der Beschichtung hier und allem eigentlich eine wirklich, ja, muss ich sagen, vernünftigen Eindruck. Ja, jetzt sehen wir hier unten aber zum Beispiel schon mal ja so ein paar Spuren vom Ein- und Ausführen hier bei dem Ganzen. Da muss man halt sehen, dann über lange Zeit. Ich muss sagen, ich zeige euch noch mal kurz die Rückseite, weil das finde ich halt immer ganz gut, wenn das vorhanden ist. Denn da haben wir hier einmal die Abluft und dann hier ja, wie so eine Art Abstandshalter. Das heißt, ihr solltet heiße Fritteusen natürlich nie direkt an die Wand stellen, denn irgendwo muss die heiße Luft ja hin.
Und dann ist auf jeden Fall im Zweifel dann immer gut, wenn hier schon mal so ein Abstandhalter dran ist, für jemanden, der das nicht weiß oder kennt, weil ich hatte halt auch schon Zuschauer, die hatten dann in der Küche ihre Kunststoffleisten oder das vor einem Fenster stehen und die sind dann halt wirklich geschmolzen, weil da kommt natürlich dementsprechend dann auch die heiße Luft raus. Also ist schon mal gut, wenn hier ein Abstand ist. Wer noch keine Heißluftfritteuse hat, der sollte halt wirklich, wie gesagt, mal bitte aufpassen, dass das Gerät nicht direkt an der Wand oder an anderen Gegenständen steht, weil hier halt wirklich die heiße Abluft rauskommt. Ja, ich meine, 2850 Watt hat das Gerät in meiner Leistung und das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Ansage und eigentlich auch ordentlich. Und die wollen wir jetzt natürlich auch testen. Ich habe mir überlegt, das hatten wir auch schon mal mit einer anderen Heißluftfritteuse getestet. Das ist halt auch ein Gericht, was ich halt immer gerne mache, dass wir heute ja so Backfisch machen mit Pommes. So, und ich habe eben halt auch schon gesagt, das Ganze hier funktioniert einmal mit dem Touchscreen. Das heißt, ne, Strom ist hier auch einmal schon angeschlossen. Und jetzt schalten wir das Gerät hier einmal ein. Und also vom Menü her, ich habe mir schon mal kurz angesehen, finde ich es bis jetzt eigentlich ja, ganz leicht zu bedienen. Denn ihr seht, jetzt sind hier drei Felder ne, angegangen. Das heißt, wir haben einmal links und einmal R für rechts. Und hier dann nämlich die LR-Taste, also links und rechts zusammen. Das heißt, ich kann jetzt einzelne Seite ansteuern. Ne, dann könnte ich hier nur die eine starten und wenn ich dann beide drücke, dann sollte es normalerweise hier mit der Taste, dann muss ich, ihr seht, ich habe es wie gesagt vorher deswegen noch nicht ausprobiert, dann muss ich nur die dazu andrücken, weil ich habe angenommen natürlich jetzt, wäre für mich logisch gewesen, wenn ich die links drücke und ich will die andere dazu, dass ich dann die noch mit drücke, aber gut, haben wir wieder was dazu gelernt. Dann kann ich halt auch zwei Gerichte mit unterschiedlichen Zeiten und Startzeiten hier auswählen. Das heißt, wir werden halt links mal den Backfisch reinpacken. Das heißt, dann sage ich hier zweimal links. Da seht ihr hier auch diese sechs Programme, die halt schon voreingestellt sind. Das sind dann eigentlich nur voreingestellte Temperaturen und Zeiten, die ich aber individuell auch noch wieder verändern kann. Das heißt, wir wollen ja jetzt hier Fisch machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal Fisch hier auf der Seite. So, dann nehmen wir 180 Grad, 10 Minuten. So, das heißt, ich lasse es auch mal gucken, wie gesagt, wie viel Power er hat. Wenn ich das bei mir in meinem Gerät mache, dann brauche ich auch so ungefähr, so vielleicht 8 Minuten, habe dann aber auch schon vorgeheizt. Deswegen lassen wir es einfach mal so, was er hier vorgibt. Er soll es ja am besten selber wissen. Wir wollen ihm da jetzt ja nicht die Chance geben, das wirklich gut zu machen. Und auf der anderen Seite rechts wollen wir ja Pommes machen. Das heißt, dann nehmen wir hier auch das Pommes-Menü. Und da sagt er jetzt hier 200 Grad, 20 Minuten. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich habe Backofenpommes. Wir werden fairerweise das so halb befüllen. Das können wir ja sozusagen, bevor wenn wir hier quatschen, parallel mitmachen. Und was halt wichtig ist, und das ist egal, bei welcher Heißluftfritteuse, man muss es da zum Beispiel auch die Pommes zwischendurch immer schütteln. So, und 20 Minuten ist für einen vollen Korb halt auch schon nicht verkehrt, also das kommt schon hin von der Zeit, ist ja auch nicht verkehrt, wenn man das so ein bisschen vorgewählt bekommt. Und ja, wir werden jetzt hier auf die linke Seite zwei leckere Knusperfilets hier den Backfisch einmal so reinpacken. Das, wie gesagt, ist bei mir ein sehr beliebtes und gern gesehenes Gericht. Ich bin heute alleine, deswegen passt das auch wieder wunderbar. Ist natürlich auch der Vorteil für so eine Fritteuse mit zwei Körben, dass ich mir halt praktisch direkt ein Gericht machen kann. Man hat natürlich dann, wenn man jetzt eine große Fritteuse hat, aber da haben wir auch noch nie eine gefunden, wo ich meine TK-Pizza oder sowas reinpasst, dass man natürlich keinen durchgehenden Stauraum hat. Und da zeige ich euch nur was, das fand ich halt schon mal super. Und zwar, man will ja auch nicht immer nur meckern, bevor wir die Pommes reingeben, das hatte ich mir extra nämlich hier hingestellt. Und zwar habe ich nämlich hier extra passend bei mir auch solche tollen Backformen. Das heißt, wenn man mal Kuchen macht, zum Beispiel Marmorkuchen, kann ich auf der einen Seite Schoko machen, auf der anderen Seite ja praktisch Vanille oder Zitrone und kann das nachher schön so gemixt schneiden und dann glasieren. Also gibt es tolle Sachen. So, und die passen hier wunderbar rein. So. Bums, also das finde ich schon mal genial. Die hatte ich mir extra mal organisiert, weil das ist natürlich auch schwer, passende Formen zu finden. Passt aber hier, weil das halt auch im Kleinen so eine Art Standardmaß jetzt ist, hier diese Form. Und das finde ich halt, wie gesagt, total cool, dass das bei dem Gerät auch funktioniert. Und
Ich werde die Pommes mal hier reingeben. Wie gesagt, so halber Korb. So, fairerweise, weil ich finde ja zu voll, dann wird das nichts. Da muss immer ein bisschen Luft halt durchkommen. Wie gesagt, egal bei welchem Gerät. Und ja, deswegen, wie gesagt, auch Werbung hier eingeblendet, weil wir die Marke auch zeigen als Referenz. So, ihr seht jetzt hier, das ist ein 600 Gramm Beutel. So, naja, ich habe es jetzt schon ordentlich reingetan, aber wie gesagt, ist ja jetzt auch kein großer Beutel. Aber so für mich so halb bis ne, so 60% gefüllt reicht. Dann wären die Pommes auch was. Und ich hatte mir eigentlich auch extra, damit ihr da, wer das wissen will, auch einen Zollstock hingelegt, bevor wir starten, um euch die Maße mal zu sagen. Und wie gesagt, die Körbe sind hier identisch. Und wenn ich hier hingehe und einmal messe, haben wir hier der Garraum, ne, also Innenmaß, 22 cm. Und in der Breite haben wir ja, so 14,5 ungefähr. So, und in der Höhe, wie gesagt, Höhe ist nicht so wichtig. Weil wie gesagt, ich würde es nie voll befüllen. Da haben wir so knapp ja auch so 9,5 cm, wenn hier die Platten auch drin sind. Und ansonsten, weil wir gerade dabei sind, einmal das komplette Gerät ist in der Breite ja, 35,2 cm. So, in der Höhe, gucken wir mal am Display hier vorne, ist ja die höchste Stelle, ja so 32,5 cm. Und in der Tiefe solltet ihr mindestens dann, sag ich euch jetzt schon mal, ich will es nur nicht ganz zumachen, weil sonst startet ihr vielleicht, schau ich mal eine Seite. Zack, machen wir die andere. Wir wollen es jetzt einfach mal wissen, ob er startet oder nicht. Aber ich habe noch nicht Start gedrückt. Gucken wir mal. So, okay. Und in der Tiefe, wenn ich natürlich den Griff mal hier mitmesse, haben wir mit dem Abstandhalter hier eine Tiefe von ungefähr so 37 cm. Und das Gerät nur an sich wären dann ja so 30 cm, wobei ich dann halt, wie gesagt, immer noch ein bisschen mehr Abstand empfehlen würde. Das ne, würde auf jeden Fall Sinn machen. So, wie gesagt, wir lassen das jetzt so eingestellt. Hier einmal, wie gesagt, der Fisch und ihr seht, hier blinkt einmal Pommes. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich will es jetzt nur mal wissen, wie er agiert und reagiert, dass ich die Schublade auf habe. Und gleich, ich drücke jetzt mal hier den Start. Aha, so, das heißt, er fängt jetzt hier mit dem Programm an, was natürlich länger läuft, das sind die Pommes, 20 Minuten. Und schließe ich die hin, dann sollte er gleich, weil das soll ja simultan fertig werden, so, praktisch dann, das läuft ja bloß 10 Minuten, der Fisch, praktisch nach 10 Minuten hier den Fisch auf der Seite auch starten. Wir schauen mal, ich möchte jetzt nur gerade mal eine Sache testen, wenn ich jetzt rausziehe, ob er stoppt oder nicht. So, okay, das heißt, er ist auch ein Kontakt verbaut. Seht ihr, hier steht auch out. Das heißt, wenn man die Schublade zieht, dann kommt es auch raus. So. Dann lassen wir den jetzt einmal hier laufen. Ich finde jetzt von der Geräuschentwicklung ist auch vollkommen in Ordnung. Also, es ist nicht übermäßig laut. Also, ich finde es vollkommen in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und ja, wie gesagt, wir passen jetzt nur gleich auf bei 10 Minuten, wie das Ganze hier mit der zweiten Schublade dann funktioniert. So, ich habe euch jetzt mal wieder dazu geschalten, denn wir wollen jetzt gleich sehen, wie ihr hier die zweite Schublade dazu ja, bringt, dazu schaltet. Und ich möchte jetzt hier noch kurz, bevor das passiert, einmal die Pommes praktisch kontrollieren und auch einmal schütteln. Denn wie gesagt, das mache ich bei jedem Gerät, also zwischendurch. Oh, schon eine gefallen und ja, ich muss sagen, die sehen auch schon knusprig aus. Ich hoffe, man erkennt es einigermaßen in der Kamera. Also das sieht wirklich schon mal nicht verkehrt aus. Da bin ich halt auch mal gespannt, also ich gucke in 5 Minuten auch nochmal, weil viel länger wird es bei der Menge jetzt ja, gar nicht brauchen. Aber das ist wirklich schon mal für jetzt so knapp 10 Minuten nicht vorgeheizt. Eigentlich schon mal wirklich ehrlich gesagt kein schlechtes Ergebnis. Die gebe ich jetzt mal wieder rein und dann gucken wir mal, wie er die zweite Schublade handhabt. So. Und ja, es riecht auch jetzt nicht übermäßig, also manche Geräte, die haben ja am Anfang auch, wenn sie Kunststoff ausdünsten, halt schon einen ordentlichen Geruch, aber da muss ich jetzt sagen, fairerweise auch bei der Utenik, das finde ich jetzt okay. Es dampft auch jetzt hier nichts weiter raus, also es riecht halt schon ordentlich, hinten kam immer so ein bisschen was. So. Und jetzt frage ich mich gerade, wann haben wir die zweite Schublade verloren? Muss ich jetzt fairerweise gestehen. Eben hatte ja auch noch das hier
geblinkt habe ich das jetzt, weil ich die zweite Schublade, versuche ich halt die zweite mal dazu zu schalten. Das werde ich auch später dann erst nach dem Video wissen, wann wir die zweite Schublade verloren haben. Keine Ahnung. So, ich sage mal wieder Fisch. So, dann haben wir wieder hier unsere 10 Minuten. Wie gesagt, ich hätte erwartet, das blinkt er eben auch, dass er die mit dabei macht. Aber mal schauen, ob er das, vielleicht war es irgendein Bedienfehler, aber ob er die jetzt wieder dazu nimmt. Okay, das macht er. Also Ehrenrettung sozusagen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, durch welche Bewegung ich den jetzt sozusagen hier auf der zweiten Seite verloren habe. Das wird sich später zeigen, aber ist ja schon mal gut, dass wenn man jetzt selber merkt, oh, man hat irgendwie einen Fehler gemacht, das dann auch dabei noch schalten kann, ohne dass man das komplett ausschalten muss, wieder neu programmieren muss und so. Also das ist schon mal gut, das haben wir dann sozusagen indirekt jetzt auch mal getestet, dass das, wenn man eine zweite Schublade selber noch dazu steuern möchte, das Ganze auch macht und zulässt. Die Pommes, ne, Viertelstunde drin, 20 Minuten war ja Ausgangszeit und ich nehme an, die sind jetzt schon fertig. Das heißt, die haben eben schon wirklich eigentlich super ausgesehen. Ich hatte ja nochmal geschüttelt, ich denke, die nehmen wir jetzt raus. Gucken wir mal, wie es aussieht, ja. Und also für mich, das mag ja auch jeder anders, aber die sind jetzt wirklich so goldbraun. Die sind für mich perfekt. Das heißt, ne, er läuft hier auf der anderen Seite noch weiter, hat jetzt hier noch 5,5 Minuten und ich habe bei den Pommes, okay, guck mal, es sinkt jetzt, ich hatte da eben Thermometer mal hinten eingesteckt, um euch mal zu zeigen, wie heiß so eine Abluft da hinten ist und wird, und der war da eben schon so bei 91, 92 Grad gestiegen, aber gut, ihr habt natürlich gesehen, wenn er aufgehört hat, da das Ganze zu befeuern, dann geht es natürlich runter, aber das wären halt schon ordentliche Temperaturen. Wie am Anfang gesagt, deswegen immer bitte ein bisschen Abstand lassen, ne, oder auch wenn Kinder im Haushalt sind, dass die da nicht ne, dran gehen, denn das wird halt wirklich richtig, richtig heiß. So. Die zweite Schublade, die lasse ich jetzt halt draußen, weil ansonsten würde er natürlich jetzt, wenn ich die wieder einschiebe, die starten. Weiß ich, ob ich die, wenn ich jetzt R drücke, ob ich die stoppen könnte oder kann. Ja, dann macht er beides. Okay. Starte ich mal wieder, dann startet er auch wieder beides. Wenn ich jetzt R drücke, ich riskiere es jetzt einfach. Wir wollen es ja einfach wissen und testen. Ne, okay, dann seht ihr, dann macht er beide aus. Also, das heißt, ich kann wirklich da, wenn ich das früher entnehme, die zweite nicht stoppen. Aber das macht nichts, wir wollten es ja jetzt wissen. So, das heißt, wir wollen jetzt links noch haben. So, das heißt, wir haben ja Fisch drin. So, wir haben ja jetzt noch ungefähr 5 Minuten übrig gehabt. Das heißt, wir haben ja das vorausgewählte Fischprogramm wieder genommen. 180 Grad, 10 Minuten. Aber er war ja nun jetzt schon 5 Minuten drin. Deswegen nehmen wir, ne, es war, dass wir das hier wirklich anpassen können. Und sagen nochmal 5 Minuten. Aber wo wir natürlich auch gerade hier stehen, gucken wir doch mal rein, wie der Fisch auch aussieht. So, okay. So, der kann auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Ist aber auch schon ein... Ja, im Inbegriff des Knusprigwerdens, ne? So, ihr seht es hoffentlich. Ich werde ihn jetzt auch einfach mal drehen, wenn wir gerade Schublade aufhaben, ne? Das ist also nie verkehrt, jetzt bei Pommes mal zu schütteln oder wenn ihr was drin habt, das mal zu drehen. So, und dann schauen wir mal. Aber ich denke auch, 5 Minuten, ach, ist realistisch. So, und jetzt muss ich natürlich starten. Er ist jetzt nicht automatisch angegangen, weil ich ja vorher nicht das gedrückt habe. Und ja, das heißt, wir drücken jetzt mal hier und ihr seht jetzt, der Thermometer hinten schon mal auf 124 Grad gestiegen. Also, wie gesagt, das sage ich nicht zum Spaß, da wirklich immer aufpassen. So. So, jetzt hätte ich ja fast den Moment verpasst, aber ihr seht, er piepst auch, dann haben wir das auch mal gehört. Und ja, dann schauen wir mal, wie der Fisch aussieht. Ich habe jetzt mal extra nichts gesagt. Also, ihr hört es vielleicht hoffentlich auch. Er brutzelt ordentlich. Er sieht auch gut aus.
Mal der spontane Knuspertest. Ich würde sagen, ja, wir lassen es mal jetzt als fertig. Wir werden das jetzt auf den Teller packen und dann einfach auch mal probieren. Und halt das Ganze mal sozusagen testen, ob es jetzt wirklich gar ist. Ich habe hier natürlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und mal hier schon einen Teller. Da wird der Marc wieder neidisch, denn der hat ja nicht so schöne Teller. Der ist heute nämlich leider nicht da, deswegen kriegt er auch nichts ab. Aber ich muss natürlich trotzdem ihn sozusagen indirekt ein bisschen grüßen hier. So, also einmal ein bisschen Fisch. Zack. Und natürlich ein paar Pommes. Wollen wir ja auch. Aber die machen wirklich, ich habe natürlich schon ne, zwei, drei jetzt gesnackt, wenn man das mal so sagen darf. Die sind wirklich schon super geworden, also das muss ich wirklich fairerweise sagen. So, ein bisschen Salz, das darf natürlich nicht fehlen. So, und ein bisschen. So, Aioli hatte ich mir auch schon hingestellt. Das nehmen wir halt natürlich auch noch dabei. Und ich bin bis jetzt halt, wir werden natürlich gleich noch ein offizielles Fazit hier verfassen, aber schon mal ganz angetan. Also das hat er ja wirklich halt ganz vernünftig gemacht. Es stinkt nicht, er macht keinen Lärm. Also ich bin wirklich bis jetzt schon angetan. Hätte ich selber halt auch gar nicht gedacht. So, ich guck mal auf die Kamera, ob ihr das seht. Ich hole die Kamera sonst vielleicht mal weiter. Oder nee, ich halte euch das sonst vor die Kamera. Wir schneiden das jetzt einfach mal an. So. Okay, so, guckt mal, Fisch ist auf jeden Fall, oh ja, der ist durch, hätte vielleicht meiner Meinung nach jetzt noch ein, zwei Minuten gekonnt, wenn ich ehrlich bin. So, ich probiere aber trotzdem mal eine Ecke, die sollte auf jeden Fall auch gar sein, mal gucken. Ist natürlich schön heiß. Na, den werde ich euch ehrlicherweise Realität gleich nochmal ein, zwei Minuten hier in die Heißluftdüse werfen. Aber wir machen noch schnell sozusagen das Fazit, damit ihr jetzt natürlich auch weiterkommt. Ja, dann kommen wir auch einfach zum Fazit, was für mich überraschenderweise auch gar nicht mal so schlecht ausfällt. Denn ich habe ehrlich gesagt halt wirklich überlegt, sollst du den Test annehmen oder nicht? Bin dann aber gesagt, knallhart, wir machen das fair und wir machen das ehrlich. Deswegen haben wir das auch jetzt in dem Video einfach auch alles zusammen gemacht mit allen Fehlern, die ich vielleicht gemacht habe oder nicht. Wie als er sozusagen diese Dual-Funktion verloren hat, weiß ich jetzt nicht, ob das an mir lag oder am Gerät. Hat er aber wieder gut gemacht, weil wir das natürlich wieder dazuschalten konnten. Ansonsten habt ihr gesehen, das ist ja immer das Entscheidende. Wie sehen die Sachen aus? Die Pommes, die haben wirklich halt, die sind super geworden. Die sind richtig schön knusprig, also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Und ich habe natürlich meinen eigenen Tipp, den ich sonst auch mal gerne gebe, nicht beherzigt dieses Mal. Ich heize normalerweise bei den anderen Geräten, die ich nutze, halt auch immer vor. Das heißt, ich lasse die wirklich mal zwei Minuten laufen, dass sie schon auf Temperatur sind, gebe dann eher das Gargut dazu. Dann hat man natürlich auch ein bisschen Zeit gewonnen. Hätte ich das mit dem Fisch wahrscheinlich jetzt auch gemacht, das Gerät hat sogar so eine Preheat-Funktion, dann wäre der Fisch bestimmt auch gut geworden. Also ihr habt gesehen, der war halt durch, der ist auch heiß innen, aber für meinen Geschmack, der muss nochmal zwei Minuten rein. Werde ich das auch gleich nachholen. Ganz ehrlich, ganz fair, muss ich dazu sagen. Dafür aber einfach mal ein ja, eiskalter, schneller Test. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Zeigt euch, dass man vielleicht auch einfach mal neue Sachen mal wieder ausprobieren kann. Ja, und für den Preis, ne, muss ich sagen, wird jetzt noch Zeit sehen. Was ich halt angesprochen habe, ist hier dieser etwas kräftig, ne, schließende Mechanismus zum Entriegeln und Verriegeln. Ansonsten, wie gesagt, von der Materialqualität hier an den Seiten, alles finde ich super. Ja, hier oben, das finde ich halt so ein bisschen, mal sehen, wie sich das halt schlägt. Das Gerät behalten wir auf jeden Fall auch. Und wenn ihr vielleicht Lust dazu habt, lasst einfach mal eure Meinung auch in den Kommentaren da, was ihr von dem Gerät haltet. Gerade halt zu dem Preis, das muss man auch dazu sagen. Und ich meine, die Leistung kann man halt nicht leugnen, war wirklich ja gut. Dann können wir den ansonsten natürlich auch nochmal gegen das Konkurrenzmodell laufen lassen, mit dem gleichen Gericht. Ich habe auf jeden Fall heute Spaß gehabt, bin selber überrascht, bin froh, dass ich den Test gemacht habe. Und ja, wie gesagt, ich freue mich mal über euer Feedback dazu. Ich hau den Fisch jetzt nochmal rein. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!